Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir mal die Tier 5 Nikolas im Video. Und das Replay, muss ich sagen, von den Werten her, sieht phänomenal aus. Also da können wir uns jetzt richtig auf was freuen. Natürlich am Anfang wird hier ein bisschen gespult, denn da passiert jetzt noch nichts. Aber jetzt gehen wir direkt rein mit den Schüssen Richtung Emerald. Auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Er fängt gleich das Baller an. Ihm ist es egal, ob er da aufgeht oder nicht. Er will sofort hier die Action haben und den C-Punkt einnehmen. Wobei, da sehen wir schon, auf C ist nicht nur er allein, auch eine Kamikaze R ist da. Aber eine Kamikaze R hat keinerlei Chance im direkten One-on-One gegen ihn. Er muss nur die Torpedos achten, weil da hat die Kamikaze R definitiv alle Vorteile auf ihrer Seite. Da ist es schon wieder. Jetzt sind auch noch Flugzeuge am Start, aber die Flugabwehrmannschaften auf jeden Fall in voller Alarmbereitschaft. Die Torpedos kommen hier aber in einem großen Fächer, weil er selber drauf geschossen hat. Und der Torpedo wird knapp, da muss er einlenken. Der ist unglaublich eng und der schafft er noch auszuweichen. Ja, Wahnsinn. Wie knapp kann man denn das gestalten, bitte? Also, wenn der so gewollt war, dann Chapeau. Du hast Eier, mein Freund. So, und jetzt Kamikaze R im direkten Beschuss. Kaum eine Chance, wehrt sich aber auch nicht mal wirklich. So, jetzt versucht sie dann noch mit Haken rauszukommen. Aber das schafft die Kamikaze R nicht wirklich. Noch 462, noch 66. Ein kleiner Mini-Treffer und das war's auch schon. So geht es und nicht anders. Jo, dicke Action zum Start schon. Also, besser kann man die Runde gar nicht beginnen als so. Mal schauen, was da noch alles so kommt. So, jetzt hat er auch noch jemand in Brand gesteckt. Aber der Brand scheint gelöscht zu sein, denn wir sehen oben den Damage nicht mehr weiter ticken. Und jetzt geht er da weiter drauf. Zoomt da weit rein. Und da ist jetzt auch dahinter halb der Flugzeugträger aufgegangen. Die Hosho. Und da hat er natürlich Lust drauf. So, die Hosho bekommt jetzt hier wirklich massivste Probleme. Weil er hat es nicht vergessen, dass die Flugzeuge hier auf ihn gegangen sind. Und dementsprechend gibt es jetzt gleich die Abreibung. Aber so wirklich brennen will sie nicht. Und da sieht man mal, wie unangenehm die Nikolas mit ihren Hauptbatterien sein kann. Brände en masse jetzt langsam. Also die Besatzung der Hosho tut einem da richtig leid. Was ich aber interessant finde, dass er seine Flieger nicht hier für ihn einsetzt, um ihn auf Distanz zu halten, sondern woanders hinschickt. Also da hat die gegnerische Hosho keinen guten Job jetzt gemacht. Und jetzt war es das auch schon. Also, da hat er mal aber ganz schnell einen Prozess gemacht. Jetzt muss er hier mal vom Kartenrand weg, weil der bremst ihn natürlich auch dementsprechend ein. Und jetzt gibt es halt gleich den nächsten Flugzeugträger mit der Bogue, was ich auch hier vom gegnerischen Spieler in der Miyogi nicht gut finde, dass er sich hier, dass er der Bogue gar nicht hilft, sondern ganz woanders hinschaut und hinschießt. So, und jetzt gibt es auch da die ersten Zitadellentreffer.
Und jetzt kriegt er aber auch ein bisschen was ab. Weil, und das sieht man, dass ich jetzt gerade in den Vordergrund fahren, die Emerald kommt dann nämlich an. Aber die ignoriert er komplett scheiß auf die Emerald. Er bleibt hier voll auf der Burg drauf. Nee, doch nicht. Jetzt geht er auf die Emerald drauf. Ich gehe mal ein bisschen raus, weil er zoomt schon immer sehr weit rein. Und damit fehlt so ein bisschen hier fürs Replay die Übersichtlichkeit. Jetzt geht er wieder auf die Burg drauf. Ist jetzt hier im Nebel. Auch die Emerald fährt jetzt hier nicht auf ihn drauf oder sonstiges. Sondern er kann weiterhin damit starten oder weitermachen, dass er hier den Flugzeugträger behakt. Und jetzt nimmt er auch gleich den zweiten raus vom Gegnerteam. Und der ist jetzt durch. Also, da muss man sagen, hat das Gegnerteam das nicht gut gemacht. Wobei sie eigentlich von dem her wirklich deutlich in Führung sind. Haben erst 4 Schiffe verloren. Sein Team 7. Haben 2 Camps eingenommen. Und sein Team nur einen. Also das muss man sagen, eigentlich ist alles zugunsten des Gegnerteams. Aber so in den wichtigen Situationen hier gegen den Zerstörer, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und jetzt geht er auf die Emerald drauf. Wie gesagt, zoomt da sehr weit rein. Also da tut man sich als Zuschauer dann schon richtig schwer. Klar, jeder ist da ein bisschen anders. Jetzt muss er aufpassen, hier ist er kurz auf Land gefahren. Weil mit so weit reingezoome, da muss man sagen, fehlt einem schon so ein bisschen die Übersichtlichkeit. Kommt aber natürlich auch drauf an, vielleicht hat er eine ganz interessante Bildschirmeinstellung und sieht dann dementsprechend die noch an der Seite entlangfahren, was wir jetzt hier nicht sehen. Jetzt sehen wir die Emerald aber und wir sehen auch, er geht sofort wieder weiterhin drauf. Also der ist da wirklich sehr bemüht. Und gibt hier alles, was er kann. Aber auch die Emerald zielt jetzt eher auf das Schlachtschiff, als auf ihn hier zu gehen. Also gerade als Kreuzer sollte man sich doch da dem Zerstörer entledigen. Aber das machen sie nicht. In dem Fall will die Emerald unbedingt die Kongo haben. Und das ist natürlich sein Glück, dass er hier trotzdem einfach Vollgas geben kann. Jetzt hat er die Miyugi als Ziel auserkoren. Aber nach wie vor 3 Schiffe, 2 Schiffe jetzt gegen 8 Schiffe beim Gegner. Nur noch sein Flugzeugträger mit ihm am Leben. Ja, er ist hier massiv offen. So, die Torpedos, die schauen aber sehr gut aus. Da dürften 2, 3 eigentlich treffen. Der erste Einschlag, der zweite und der dritte. Großkaliber. Und jetzt muss er die Miyugi natürlich irgendwie noch wegmachen. Der letzte Punkt, den sie auch hier haben. Der C-Punkt. Oh, ein Flugzeug. Hallo? Und da ist jetzt auch die Emerald wieder. Sein Flugzeugträger ist auch so gut wie durch. Und jetzt ist er alleine gegen 8 Gegner. Holy moly. Also jetzt wird er natürlich von jedem gejagt und auch der Punkt ist so gut wie weg. So von vorne, da muss er jetzt auch aufpassen. Also er hat eigentlich überall von Gegnern bedroht. So, zumindest hat hier die Hosho, also sein Flugzeugträger aus seiner Division, hat hier noch ein bisschen aufräumen können. Jetzt ist er nur noch gegen 6 alleine. So, die Torpedos schauen auch nicht schlecht aus. Richtung Wyoming. 2, 3, 4. Und auch da ist er weg. So, sehr schön. Dahinter noch die Emerald. Auch die verliert langsam aber sicher ihre Tickets. Beziehungsweise ihre Hitpoints. So ist es richtig. Jetzt komme ich schon selber komplett durcheinander.
bei diesem extrem knappen Gefecht. Und auch da braucht es nicht mehr viel. Dann macht er die Emerald weg. Jetzt kommt er die New York rum. So, und jetzt ist auch die Emerald weg. 1-4 jetzt nur noch in Anführungszeichen. Torpedos sind raus. Und jetzt hier die Nicholas. Jeder will ihn. Und auch da V-170. Also, boah, die Torpedos auch wieder super knapp. Aber da kommt er weg. Jetzt wird er aber richtig behakt. Und jetzt nimmt er auch die Nicholas raus. Die Torpedos haben getroffen. Und jetzt die V-170. Er brennt. Muss sofort löschen. Macht es auch. V-170 ist auch raus. Und jetzt ist es ein 1-2. Also phänomenal, was er hier abliefert. So, dadurch, dass die Runde gleich beendet ist, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.